Es mögen 20 Ärzte mir im Chor erklären, dass das Leben diesen Körper nahezu verlassen hat. Ich nehme den Türgriff. Hier verlässt niemand irgendwas, bis wieder lebt, was zu leben hat. In ganz Europa, so viel sei verraten, wartet kein Mensch mehr auf den anderen. Bahnhöfe haben ja sowas. Sowas Romantisches. Sowas wahnsinnig Hektisches, ne? Nein, Durchsage kam keine. Ich weiß jetzt auch nicht, was das soll. Wir sind einfach durchgefahren. Vielleicht hat der Lokführer etwas übersehen. Wer weiß? Womöglich wartet der nur auf die nächste Kurve, in die er viel zu schnell hineinschießt. Und sind wir da jetzt dran gerade vorbei? Ja, was weiß ich denn? Schön ist die Welt, wenn sie als Bild einfach nur kurz vorüberschießt. Was geht uns das Fleisch, in dem wir stecken, eigentlich wirklich an? Wir bemerken es erst, wenn es blutet oder brennt. Sind hier alle in Ordnung? Wahrscheinlich ist das die Hölle und wir sind längst tot, haben es nicht gemerkt. Schau sie an. Die Welt. Die vielbefahrene Nähte dieser Welt. Wieder einmal aufs Äußerste gespannt. Okay, einfach jetzt mal ruhig. Wir versuchen, eine Ruhe hier zu etablieren. Niemand steigt aus hier. Alle bleiben sitzen. Wir fahren alle weiter bis ans Ende, wo immer das auch ist. Zuerst von China aus nach Italien. Dann langsam arbeiten wir uns vor. Wir existieren nicht, hat sie gesagt. Geister sind wir, die Hemden nähen. Man kann sich doch nicht eingestehen, dass man in dieser Welt nicht vorgesehen ist. Kein Mensch weiß heutzutage noch, ich auch nicht. Ich als allerletzter, was da draußen eigentlich passiert. Wenn jetzt auch noch Menschen sinnfrei diese Welt durchwandern. Grenzen braucht es wieder. Damit die Freiheit hier bleibt hinter unseren Mauern. Der Zug beschleunigt jetzt und fegt über diesen ganzen Scheißkontinent hinweg. Ihr seid ja doch nur Zaungäste, die vorüberziehen.